aber ich bin Nicole und ich bin mit Medicalfly nach Izmir geflogen. Ich habe zwei Kinder und aufgrund der Schwangerschaften hatte ich eine Rektusdiastase. Und die deutsche Krankenkasse zahlt die Reparatur nicht, außer man hat einen Bauchwanddurchbruch. Und ich habe mich lange damit getragen, wo ich das operieren lassen könnte. Und weil ich aber auch einen sehr großen Schwangerschaftsbauch hatte und sehr starke Schwangerschaftsstreifen hatte, habe ich mich entschieden, das mit einer Schönheitsoperation zu kombinieren und hatte im Hinterkopf mal im Fernsehen was von Beratungsfirmen gesehen zu haben, die einen ins Ausland fliegen. Das wusste ich, aber dass Schönheitsoperationen in die Türkei gehen, das war mir nicht so ganz klar. Und dann habe ich mit meiner Mutti drüber geredet und wir haben uns erinnert, ich glaube, beim Galileo vor 4 Jahren war Medicalfly mal mit dabei. Und nachdem ich mir verschiedene Beratungsfirmen angeschaut hatte, war Medicalfly die einzige, die ich kontaktiert habe. Und der Kontakt war auch sehr zielgerichtet, sehr nachhaltig. Die Vorgespräche, die ich hatte zu meiner Bauch-OP, waren so, dass ich das Gefühl hatte, es steht wirklich ein Arzt dahinter, der daran interessiert ist, alle notwendigen Details zu bekommen, die für eine erfolgreiche, aber auch gesunde OP notwendig sind. Ich bin sehr, sehr zufrieden mit meinem Professor. Ich kann ihn sehr empfehlen. Das ist ein toller Arzt, bei dem fühlt man sich sehr, sehr wohl. Und wir sind beide, sowohl der Professor als auch ich, sind beide positiv überrascht von dem Ergebnis. Und meine Rektusdiastase ist behoben worden, mein Bauchwanddurchbruch ist behoben worden und ich habe über 3 Kilo Speck und Fleisch in Izmir gelassen und ich bin total begeistert. Und weil ich sowieso hier war und mein Zahnarzt in Deutschland extrem teuer ist, habe ich mir heute auch noch ein Implantat einsetzen lassen. Und das, wo ich Angstpatient bin. Ich kriege in Deutschland Lachgas, das habe ich hier nicht bekommen. Aber hier gibt es eine niedliche kleine Spritze, die singt. Und mein Implantatstift einsetzen war gerade ganz toll. Ich hatte keine Panikattacke, ich habe nicht geweint. Das heißt, auch der Arzt, bei dem ich heute war, war fantastisch. Und ich kann jedem, der mit dem Umfang der Leistungen in Deutschland nicht zufrieden ist, definitiv empfehlen, mit Medicalfly nach Izmir zu fliegen und sich hier operieren oder helfen zu lassen. Habt eine gute Zeit. Bye, bye.